Wenn die Parklücke so eng ist, dass man das Auto schieben muss, um die Tür öffnen zu können. Mach so. Ich glaube, Valentin und ich können unser Glück fast gar nicht fassen. Wir sind gerade direkt von der Autobahn in Barcelona runter, hier in dieses Parkhaus rein, haben direkt einen Parkplatz gefunden. Hier hinter uns geht's raus zum Event. Also, smoother könnte der Workflow kaum sein. Aber das Beste habe ich noch gar nicht erzählt. Der Parkplatz ist für 3 Stunden kostenlos. Mitten in der Stadt. Hä? Aber Valentin, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind bei Huawei, aber es ist absolut nicht zu erkennen, was gelauncht wird. Das Ding ist, normalerweise hängen so riesengroße Banner bei den Events, damit man schon ungefähr erahnen kann, worum es geht. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet. Aber Huawei hat eine riesengroße Location gemietet. Vielleicht kommt tatsächlich doch irgendwas, womit niemand gerechnet hätte. Wir kommen ja genau pünktlich. Es geht gerade los. 4, 3. Ich liebe diesen Typen, der ist richtig lustig. Ich glaube, man kann langsam mehr ahnen, worum es geht. Vielleicht sehen wir neue Notebooks. Ziemlich sicher, dass wir neue Notebooks sehen. Tada! Tatsächlich neue Notebooks. Ey, aber sieht richtig cool aus mit den dünnen Displayrändern. Und irgendwie wie ein MacBook, ich weiß auch nicht. Sieht irgendwie so aus, wie ich mir wünschen würde, dass ein MacBook aussieht. Ja, aber es hat ein 3-Display. Das ist cool. Ich finde 4:3 Displays in Notebooks geil. Beim Websurfen ist schon geil. Für Videoschnitte so ist es super praktisch. Alter, hat das eine hohe Displayauflösung. 100% sRGB. Und so sieht eine volle Hands-on-Area aus. Mann, wie soll man sich da die Geräte anschauen? Aber es ist sowieso nicht so spannend gewesen, was sie vorgestellt haben. Das neue Notebook ist eigentlich ziemlich cool. Stellt euch vor, wie ein 13-Zoll MacBook Pro mit dünneren Displayrändern, das Design und so, alles ist ziemlich so, ne? Ziemlich ist ja ein 14-Zoll MacBook Pro. Also sieht schon sehr, sehr aus wie ein MacBook. Was aber sehr cool war, ist, dass die Kamera aus der Tastatur rauskommen kann, da die Displayränder so dünn sind, dass man oben einfach keine Kamera mehr unterbringen könnte. Fand ich clever gelöst, würde ich mir eigentlich halt gerne anschauen, aber ihr seht ja, was hier los ist. Kilian, was ist dein Highlight von der Keynote? Das Tablet. Perfekt. Joma, was sagst du? Natürlich das Tablet. Ja, was denn sonst? Also das habe ich noch nie gesehen. Türen gegenüber in einem Fahrstuhl kennt man, aber Türen um die Ecke? Krass. So, erstmal Selfie vom Plaza España machen. Wie jedes Jahr. Wow! Es ist so lustig. Normalerweise, wenn wir zum MWC kommen, ist der Plaza España immer der erste Ort, wo man quasi ankommt. Weil man kommt vom Flughafen mit dem Aerobus hierher und dann sieht man direkt diese 2 schönen Türme. Aber dieses Jahr bin ich erst mittags hier, weil ich ja mit dem Auto gekommen bin. Irgendwie verrückt, das wird immer noch nicht so ganz in meinem Kopf einsinken. Aber ich finde es ganz geil. Und gerade haben wir in der Stadt auch noch 2 andere MX-5s getroffen, die sich beide sehr gefreut haben. Es gibt aber noch eine Sache, die dieses Jahr anders ist. Da hinten stehen eine ganze Menge Demonstranten. Glaubst du, sie sind für Katalonien oder für Spanien? Guck dir doch mal die Flagge an. Ja, ich weiß nicht genau. Die gestreifte ist Katalonien? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Katalonien ist. Ja? Aber die haben ja lauter Spanien-Flaggen. Sieht eher so aus, als ob die dafür sind, in Spanien zu bleiben. Das war doch schlimmer als bei Huawei letztes Jahr. Wir wurden vorgewarnt. Bei Samsung werden viele Leute sein. Und tatsächlich sind da viele Leute. Oh, die Macaroni. So,
die Keynote ist vorbei. Ich habe hier, dank Vodafone, schon ein Gerät in meinen Händen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich werde es gleich mal auspacken, aber ich glaube, dafür brauchen wir eine noch bessere Location. Ja, Leute, ihr seht's richtig. Wir sind beim Apple Store am Plaza de Catalunya. Und ich glaube, der Store hat irgendwie schon erahnen können, dass wir hier gleich Schabernack treiben wollen. Denn das Leuchte-Logo leuchtet nicht mehr ganz so, wie es eigentlich leuchten sollte. Aber das hält es natürlich nicht davon ab, jetzt hier dieses nagelneue S9 Plus auszupacken, muss man sagen. Ich habe sogar die neue Farbe, glaube ich. Das Lilac Purple, was viele wahrscheinlich eher als Pink bezeichnen würden. Aber das können wir jetzt gleich einfach mal anschauen. Ich habe kein Unboxing-Messer dabei. Das ist natürlich jetzt die schwierige Situation, die das Ganze ein bisschen erschwert. Kreditkarte. Wir wollen deine Kreditkartendaten. Nein! Aber ich habe vielleicht eine andere Karte. Warte. Ich mache es hinter versteckten Rücken nicht. Okay. Ich kratze die Folie hinter versteckten Rücken mit meiner Kreditkarte an. Jetzt können wir sie wegmachen. Die schöne Folie hier um das Gerät S9 Plus. Da sieht man es. Ich bin ein bisschen aufgeregt, auch wenn sich bei dem Gerät nicht so viel verändert hat vom Design her. Es ist immer wieder schön, ein Gerät auszupacken, vor allem noch vor dem Start des eigentlichen Geräts. Das Lustige ist auch, da hinten ist noch ein Samsung-Store. Yay, Samsung! Und da kann man das Gerät ja noch nicht mal kaufen, aber ich habe es schon hier in meinen Händen. Ne? Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal die Pappverpackung auf. Es ist tatsächlich vom Design her tatsächlich so wie die ganzen letzten Jahre auch. Also nicht nur das Gerät selber hat sich kaum verändert, sondern auch die Verpackung. Jetzt haben wir hier nochmal so ein Ding, das abgemacht werden will. Ah, oh, ich bin ganz schlecht darin. Man sollte meinen, ich kann es mittlerweile, das mit den Verpackungen aufmachen, aber irgendwie... Na klasse, das hat auch nichts geändert. Ich muss meine Kreditkarte nochmal rausholen, Leute. Jetzt, wo das auch mal aus dem Weg geschafft ist, können wir jetzt hier diese altbekannte Magnetlippe endlich öffnen und hier... Ta-da-da-da! Sieht man nichts? Ey, haben sie es umgedreht? Seit wann ist das denn so? Samsung Galaxy S9 steht da. Wir haben hier nochmal quasi das Heftchen, wo unser SIM-Tool und die ganzen Papiersachen drin sind. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Denn was uns interessiert, ist natürlich das Gerät. Ha! Oh mein Gott! Wie krass sieht bitte die Farbe aus? Ich weiß nicht, wie gut man das in diesem Dunkeln nicht sehen kann. Das ist schon okay. Aber ich fand es gerade schon bei Kilian krass auf dem Samsung-Event, aber jetzt hier in dem Licht und so ganz frisch aus der Verpackung, wo es glänzt, sieht es auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Es ist schon pink, also schon sehr pinkisch, aber ich finde es irgendwie stylisch. Keine Ahnung, mir gefällt's. So, Folie hinten ab. Folie auf der Vorderseite muss auch ab. Und jetzt haben wir hier noch ganz viele Folien am Rand. Ah, das ist auch neu. Hier ist es, Leute, das Galaxy S9, jetzt auch ohne Sticker. Und ich muss sagen, was mir schon direkt auffällt, ist, dass es deutlich kantiger in der Hand liegt. Sie haben nicht viel am Design geändert. Also wenn ich jetzt mal hier das alte S8 Plus raushole, dann seht ihr, bis auf die Dual-Kamera und die andere Position für den Fingerprint-Sensor, unterscheidet sich dann nicht wirklich viel. Und von vorne, gerade von vorne, kann man quasi gar keinen Unterschied machen. Aber nichtsdestotrotz liegt es deutlich kantiger in der Hand. Und ich persönlich finde es ziemlich angenehm. Da haben sie wenigstens eine Sache verändert. Aber ansonsten, ja, das ist das Gerät. Was soll man dazu groß sagen? Es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel gleich geblieben. Und hinten haben wir jetzt halt die Dual-Camera beim Plus-Modell. Aber jetzt schauen wir mal, was sich hier noch so Schönes drin befindet. Wir haben hier natürlich einmal einen USB-C auf Micro-USB-Adapter. Dann den guten alten OTG-Adapter, falls man irgendwas mit USB-A anschließen will. Wir haben ein Quick-Charge-Netzteil, glaube ich. Ja, einmal hier, ganz normaler Euro-Stecker, so wie man es auch kennt. Und hier Kopfhörer. Schauen wir mal rein. Natürlich erstmal, gut, vor den Kopfhörern noch das USB-C-Kabel. Aber jetzt hier Kopfhörer, tuned by AKG, so wie man es auch vom letzten Jahr gewohnt ist. Aber wieder mit Kopfhöreranschluss, weil es gibt noch einen. Yeah! Kopfhöreranschluss! Samsung hat sich auf der Bühne so dafür gefeiert, aber dürfen sie auch. Für viele ist es noch ein wichtiges Feature. Ja, ich persönlich brauch's nicht. Benutzt du deinen Klinkenstecker? Ah, nee, du hast ja jetzt einen Pixel, du hast ja gar keinen Klinkenstecker mehr. Ich habe keinen Klinkenstecker mehr. Ja, aber vermisst du ihn? Hättest du lieber einen? Manchmal, aber ich bin tatsächlich inzwischen ein großer Bluetooth-Kopfhörer-Verfechter. Ja, so geht's mir nämlich auch. Bluetooth all the way und im Notfall halt ein Adapter. So, jetzt zeige ich euch einfach mal noch was, was ich euch schon gestern zeigen wollte. Denn die Parkautomaten in Barcelona sind richtig cool und haben einen sehr smoothen Workflow. Man hat diese Parktickets, die haben einfach QR-Codes drauf. Man hält die hier so hin, piep,
Er sagt mir, dass ich 1,95 zahlen muss. Ich nehme meine kontaktlose Kreditkarte, halte hier so dagegen. Das Ding ist bezahlt und wir können rausfahren. Ich meine, wie einfach ist das denn bitte? Piep, piep und du bist direkt draußen. Nachdem Valentin und ich zurück ins Hotel gefahren sind, habe ich dann auch direkt damit angefangen, meinen Galaxy S8 Felix Bar Video zu drehen. Ihr seht es auch schon hier, ich habe mein ganzes Kamerazeug aufgebaut. Hier ist das Handy, ich befinde mich in der Hotel-Lobby und mache hier so eine Aufnahme nach der nächsten. Es ist jetzt mittlerweile schon 2 Uhr nachts, das heißt, ich muss mich jetzt langsam an den Edit machen, damit das Video morgen früh noch online gehen kann. Aber ich habe mir gedacht, ich beende an dieser Stelle auch einfach mal den Vlog. Von daher bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.